Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu einer kleinen Speed Message. Ich schaue auf einen gegenüber. Ihr dürft euch diesen Podcast gern anhören. Ich habe die Karten im Hintergrund zusätzlich zur Channeling-Botschaft mir gezogen und ich kann euch Folgendes mitteilen auf einen, ja, mit der Sicht auf einen Menschen oder eine Situation, in der ihr euch verbündet fühlt, vielleicht auch eine Art Wiederholung von der Wiederholung. Ja, ihr fühlt euch etwas im Kreis drehend, seid aber zuversichtlich, das, ja, das Thema lösen zu können. Also, ein Gegenüberlein von dir spürt eure Verbindung und weiß die Verbindung zu dir zu schätzen, ist aber noch abgelenkt oder bearbeitet oder auch ja, mit Aufgaben bestückt worden vom Außen. Es können mehrere Menschen sein, die ihn abgelenkt haben oder sie. Oder vorwiegend auch eine, die sich herauskristallisiert hat. Man weiß, hier ist etwas nicht ganz gerade ausgelaufen. Ja, man hat hier vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen. Vielleicht hat man eine Reise gemacht, eine innere Reise, eine physische Reise, vielleicht auch sogar mit den Menschen, die einen hier stark beeinflussen und auf falsche Pferden bringen. Also auf falschen Pferden in dem Sinn, dass sie deinem Gegenüber nicht die freie Hand lassen, den freien Willen, die freien Emotionen, was er oder sie sich wünscht, um glücklich zu sein. Dann ist es in diesem Fall falsch für diesen Menschen. Es fühlt sich falsch an. Ja, vielleicht hat jemand dich auch falsch dargestellt, deinem Gegenüber. Ja, hier geht jemand aber nun hart ins Gericht. Hier gibt es vermutlich auch Streitgespräche mit den Personen, die hier Quatsch reden, ja, die hier irgendwelche Tatsachen auf den Tisch legen, die keine sind. Ja, es sind reine Verleumdungen, kann man sagen, Gerüchte, Getratsche. Ja, man hat Angst, dass man dich verliert aufgrund dieser schwierigen Situation. Die Stabilität geht verloren. Der Gegenüber, das Gegenüber, ja, kommt langsam aber sicher ins Wanken. Die Kräfte sind derzeit an der Reserve, am Limit. Ja, nun überlegt man, was macht man? Flüchtet man aus der Situation? Lässt man alles hinter sich, auch die Menschen, die hier nichts Negatives dazu beigetragen haben? Oder darf rein Mr. Reinecke auf die Reise geschickt werden? So kommt es mir hier eher vor. Also man möchte den Fuchs, dem möchte man Adieu sagen. Goodbye, du hast ausgedient. Ich kann jetzt mein Gesicht wahren. Ich kann jetzt für dich hinstehen, dich beschützen, auf dich zugehen mit meiner ganzen Wahrheit und Klarheit. Und dir sagen, welche Sorgen, Ängste und Zweifel mich bislang oder vor allem aktuell umtreiben. Ja, wieso man nicht ehrlich sein konnte. Vermutlich schon einen ganzen langen Weg lang. So, eine himmlische Helferbotschaft noch dazu. Da bin ich ja mal gespannt. Na, dauert das jetzt wieder bis zum Winter oder also als langen Weg? Alles ist in Ordnung, heißt es. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut und wundervoll verlaufen. Ja, und Übung. Übung, du hast Talente und Fertigkeiten und stärke damit dein Vertrauen. Ja, tu Dinge, die du kannst, die dir gut tun, in der du Vertrauen hast. Vielleicht kannst du gut kochen, dann koch was Schönes mit Herz. Vielleicht kannst du gut stricken, dann strick was mit Herz für jemanden.
Ja, jeder hat etwas, was man sehr, sehr gut kann. Jeder. Jeder hat positive Pole und die negativen Pole, wenn man an einen Magneten denkt. Aber beides sind anziehend. Ihr wisst es, Minus plus plus minus zieht sich an. So kann auch ein Minuspol einen Pluspol anziehen. Und dieser Ausgleich finde ich sehr, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, meine Lieben, das war's für hier und heute. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, habt einen schönen Tag, einen ruhigen Abend und später eine ruhige Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Orakelnixe.